liebe Fußballfreunde, ich begrüße euch zum 9. Spieltag mit mir und mit Daniel. Richtig. Wir sind mal wieder am Start. Wir sind am Start, 9. Spieltag. Jo. So, eine interessante Woche, mal gucken, wie jetzt natürlich das Wochenende war nach der Länderspielpause. Hier natürlich den Rest, wo und ich haben in diesem Zeitraum, wo jetzt die Länderspielpause war, ein Special-Video aufgenommen, wo wir über die Nationalmannschaft, Nagelsmann, die Nominierung und über alles gesprochen haben. Genauso heißt auch das Video. Deswegen schaut euch das an, da gehen wir so gesehen auf eben das Thema Nationalmannschaft ein und unsere Meinung darüber. So sieht das aus. Jetzt beschäftigen wir uns aber natürlich wieder mit der Liga. Genau. Liga. Ne? Richtig. Genau so. Und sind mal gespannt, wie die Spiele laufen wieder mal. Deswegen hier vorab. Schlecht. Lasst doch nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und schreibt eure Tipps unten in die Kommentare. Sozusagen. Ich bin bereit. Ich hoffe, du auch. Möchte ich was sagen? Nein, möchte ich nicht. Nein, natürlich bin ich bereit. Wir können auch gleich mit dem ersten Spiel beginnen, das ist ja keine Frage. Fangen wir mal mit Bochum gegen Mainz an, natürlich, ne? Ja, also. Ja, was. Spielerisch zumindest, also wenn ich jetzt erstmal als erstes darauf eingehe, würde ich sagen, gefällt mir Bochum aktuell besser als Mainz. Kann ich dem nur zupflichten eigentlich? Das Ding ist aber, man kann nicht immer gegen Mainz tippen. Das ist auch eben so ein bisschen das Problem, was ich jetzt habe. Also weil, ich finde das auch ein bisschen schwer. Weil Bochum ist eine Mannschaft, die auch mal überraschend unentschieden spielt, wie gegen Leipzig, wir erinnern uns daran. Dann verlieren sie aber irgendwie auch irgendwie. Ja, du hast da nichts Konstantes, wo du nach... Genau. Du kannst doch nicht... Nee, das kann zu schwer werden. Ja. Und sagen, ja, die haben jetzt ein Spiel gewonnen, gerade jetzt, oder unentschieden. Ah ja, ich habe heute ein anderes Trikot an. Heute als Unterstützung für den ersten FC. Ja gut, die brauchen definitiv Punkte, da wollen wir uns doch nichts vormachen, ne? Gut, aber was soll man tippen? Wir wollen, ja doch, irgendwas müssen wir tippen. Bochum spielt zu Hause. Ich sag immer, zu Hause spielen ist ja eigentlich immer für so eigene Publikum. Genau, eigentlich immer... Aber manchmal hilft auch das nicht. Aber wie gesagt, das ist ja ein Spiel von... Schenkt mir eure Kraft für morgen. Morgen hier schon mal den Hinweis, kommt Tipp zur zweiten und dritten Liga. Ich bin da sehr, sehr verzweifelt. Versuche mal. So, und jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Ich habe zwei Instinkte. Gehe ich darauf oder gehe ich darauf? Ich habe was getippt. Aber ist für mich schwierig. Also, bei mir ist das phasenweise. Mal kann ich es eher, mal kann ich es weniger. Ja. Ich habe aber jetzt... Ich auch. Dann ziehe ich runter. 3, 2, 1. Ich habe 2-2 getippt. Ich 1-2. Ich weiß es nicht. Meinst du, dass Mainz die Punkte holt? Irgendwie sagt mir das ein Gefühl. Also zumindest sage ich auch so wie du, glaube ich, wird zumindest unentschieden. Also zumindest ein Punkt für Mainz. Unheimlich schweres. Der Gedanke ist so schwierig für mich. Ja. Das zu vollziehen ein bisschen. Ja, ja. Aber gut. Ja. Aber. Mal schauen. Wir schauen mal gucken, was wir auch zur nächsten Begegnung sagen. Also, denn da hat sich ja ein bisschen was geändert, nämlich Augsburg gegen Wolfsburg. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen des neuen Augsburger Trainers. Bin ich ehrlich, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ich habe den Namen jetzt noch nicht so oft irgendwie gelesen. Nee, ich auch nicht. Aber das ist auch erstmal. Aber man hat ja einen neuen Trainer. Und Wolfsburg tut sich meiner Meinung nach, also wenn man sich die letzten Spiele anschaut, ein bisschen schwer manchmal. Ja, das muss ich auch also sagen. Also die sind so ein bisschen der eigene Gegner, wenn dann, weil gegen Stuttgart hat man das ja auch ganz gut gesehen. Man hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber in der zweiten Halbzeit ist man komplett eingebrochen. Ja, so kann man das glaube ich nur beschreiben. Ne? Und dann ist natürlich klar, dass du dann so ein Spiel verlierst. Muss man natürlich dazu sagen. Aber letztendlich egal. Ja, was ist eine Zeitaufnahme? Ja. Was soll man da jetzt machen? Augsburg? Das kann mal in mich gehen. Ich glaube, ich tippe das. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht ist das schon ein Tipp für dich. Ich werde das tippen, was ich am meisten, glaube ich, tippe. Ja, aber das ist immer so, wenn du einen Trainerwechsel hast, das kann ja oftmals immer was bewirken in der Mannschaft. Aber weiß ich nicht genau. Ja. Kann aber sein, dass das da vielleicht so ein bisschen Euphorie dabei ist oder so. Oder auch nicht. Schwer zu sagen. Ach, ich tippe mal anders. Ich habe meinen Tipp. Dann ziehe ich runter und sage 3, 2, 1. Ich habe 0-2. 1-2. Okay. Da liegt doch auch schon, dass Wolfsburg gewinnt. Oder gewinnen könnte, wie soll ich sagen. Ja. Letztendlich ist es ja auch wichtig, Punkte zu holen. Du musst ja Punkte, wenn du dranbleiben willst. Sonst wird es immer schwierig. Ja, toll. Jetzt muss ich auch mal was ansagen. Gut, mache ich ganz kurz und schmerzlos. Ihr wisst, worüber ich rede wahrscheinlich. Oder woran ich denke. Bremen gegen Union. Ja, sag doch gern was.
Ja, Bremen hat ja schon gespielt, kann ich ja eigentlich schon erwähnen, eigentlich mit oder nicht? Mhm. Kann man ja schon oft eigentlich. Ja. Ja, gut. Also das zumindest war es spielerisch etwas besser wie beim letzten Spiel, ja. was ich gesehen habe gegen Hoffenheim. Richtig. Aber es ist trotzdem immer noch nicht so der Druck, der nach vorne oder vorne passiert mir einfach viel zu wenig. Ja. Das ist das so hinten, ja, okay. War ein knappes Ding, wenn ich das mal so sagen darf. Das Ding ist so Union, das Ding ist halt eben. Aber jetzt hast du natürlich Union, aber Union spielt ja auch nicht. Steht ja nein, auch guck mal, das ist eine Spinne. Was? Siehst du die Spinne? Ja. Ja. Union steht aber ja auch in einem Platz über Werder nur. Ja. Von daher, also unten. Also läuft im Moment ja auch überhaupt gar nicht. Nee. Gar nicht. Man kann ja nicht sagen, no, läuft nicht. Läuft nicht. Deswegen ist so ein Spiel jetzt quasi. Von beiden Mannschaften. Boah, ich fühle mich da gerade ein bisschen wobei schwer. Union natürlich vom Kader viel besser ausgestattet ist eigentlich. Ja. Verstehe ich trotzdem nicht, dass sie es nicht voneinander kriegen. Ja. Das ist aber spielerisch auch irgendwie nicht wirklich überzeugend gerade. Ich fühle mich hier gerade extrem schwer. Und deswegen bei Werder jetzt ist es natürlich so für mich ganz schwierig. Ja, spielerisch hat sich da was getan, finde ich, aber es passiert vorne einfach zu wenig. Es ist kein Druck da. Aber ich muss jetzt was tippen und. Was soll ich jetzt da tippen? Vielleicht hat Werder dann auf eine Euphorie, aber bei Union kann es genauso sein, ne? Ja. Die wollen ja auch irgendwie die Punkte holen, oder? Die müssen sie ja auch. Ja, ich tippe was. Oh, ich fühle mich gerade enorm. Das wird nicht mal ein Spieltag, Leute, das kann ich euch schon sagen. Ja, das sagen wir beide auch. Das ist für mich ganz, ganz schwer heute. Also dieses. Das sagen wir beide aber auch jedes Mal. Ja. Ich mache etwas aus einem bestimmten Grund. Na dann lass mal horchen, aufhorchen. Dann darfst du runterziehen. 3, 2, 1. 2, 2. 2, 3. Ja. Alles möglich, deswegen habe ich auch nur einen Unentschieden getippt. Ich war auch kurz vor einem Unentschieden. Ich greife natürlich ein bisschen darauf zu, was ich jetzt gesehen habe, deswegen sage ich einen Unentschieden. Und ich sag deswegen, drei, ein Sieg ist ich tippe gegen Bremen. Für diejenigen, die vielleicht schon länger auf diesem Kanal verfolgen, es gab damals diesen Bremen-Fluch. Ja, ich weiß, was du meinst. Und vielleicht mache ich das auch morgen schon in der zweiten Liga, auch mit Braunschweig und Osnabrück, wenn schon mal das Hinweis, dass ich gegen die Mannschaften tipp, die eigentlich immer, die zuletzt immer verloren haben. Also das ist schon so ein bisschen, ja. Ja. Das ist schwierig, ja. Aber, Vielleicht hilft es wirklich in dem Fall. Hatte schon mal was gemacht. Ja, deswegen, ich bin gespannt. Aber ich lass mich da überraschen. Also kommen wir zum nächsten Spiel. Nee, und dann sprechen wir über die beiden Übersteigermannschaften aktuell in der Bundesliga. Ja, das kann man sagen. Stuttgart gegen Hoffenheim. Mhm. Beide stehen oben. Beide, finde ich, machen bislang einen guten Job. Was sagt ihr zur Marktwertaufwertung von Giras? Die sind 40 Millionen gerechtfertigt. Uwe und ich haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen. 30 bis vielleicht, sagen wir jetzt mal, vielleicht 32 Millionen, glaube ich, hätten wir noch so verstanden, weil er natürlich aktuell stark spielt, aber 40 Millionen, ja finde ich, da ist ein bisschen zu viel. Ja, das, der Meinung glaube ich, das haben wir auch schon gesagt, ich auch. Ja. Finde ich ein bisschen übertrieben, das zu verdoppeln. Ja, kann man mit, ist ja im Fußballgeschäft ja heutzutage so, dass man sagt, da kann man hier mitleben. Aber das so gleich so 40 Sport, ist wieder nur weil er jetzt Tore gemacht hat, ja, ist schön, hat er, ist super. Aber die hat er ja jetzt gerade erst. Also da kann man ja nicht gleich sagen, oh ja, super, und den gleich so hochschießen. Ja. Finde ich persönlich etwas übertrieben. Alles. Genauso wie auch Lamine Yamal von Barcelona. 16 Jahre jung, hat jetzt einen Marktwert von 40 oder 50 Millionen. Kann doch gar nicht sein. Nein. Der Junge, der muss einfach erstmal richtig ankommen in der Liga und auch da spielen. Und bekommt einen Startwert, Marktwert von 25 Millionen. Wo soll das denn dann aber denn enden mit so jemandem, der, also ich bitte dich, da habe ich überhaupt kein Verständnis für solche. Für sowas. Aber also Stuttgart ist natürlich der Gewinner vom Marktwert, so oder so, selbst wenn es jetzt eben etwas weniger wäre, aber auch Führich hat sich gesteigert, sehr, sehr viele Spieler eben bei Stuttgart, also auch Bühl, finde ich, macht einen guten Job im Tor. Doch, doch, also die Truppe an sich liefert schon mal gut ab. Ja. Was mich erstaunt, ich hätte das gar nicht so erwartet, habe ich auch schon. Ja, so krass nicht, das stimmt. Also ich habe schon gedacht, Mensch, das kann ja ruhen, aber dass das so gut läuft, also jetzt auch gerade die. Da hat der Trainerwechsel wohl schon was gebracht, bin ich der Meinung. Auch seitdem er jetzt da ist, muss man ja sagen. Also, und sonst würde Stuttgart nicht so spielen und nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Ich bin echt überrascht, erstaunt überrascht. Ja, muss ich das mal vielleicht so sagen. Ach komm, ich bitte, ich habe es. Dann darf ich runterziehen? Bitte. Ziehe runter und sage 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2. Oh, ist ein bisschen.
ja. mehr mit mehr Toren ran. Da habe ich das Gefühl, könnten ein paar Tore mehr fallen. Aber vielleicht, ja doch, ich würde das schon sagen, dass das ein paar Tore geben wird. Mhm. In dem Bereich so. Ne? Ja. Ja, doch, doch. Ja, gut, das können wir das nächste Spiel gleich nehmen. Gerne. Was haben wir denn da? Bayern gegen Darmstadt. Ach du liebe Zeit. Bayern spielt das erste Mal jetzt gegen Aufsteiger. Mhm. Gegen Heinheim haben sie auch noch nicht gespielt. Jetzt geht es also gegen Darmstadt. Puh, ja, was sagst du? Ja, das ist für mich jetzt, bei Bayern ist es für mich so, ich bin da ein bisschen... Das könnte das erste Spiel sein, wo Neuer zurückkehrt. Ja, gut. Wobei ich gar nicht mal sagen will, dass es im Moment am Torhüter liegt. Eben. Das liegt eher an der Breite in der Verteidigung. Das liegt nicht am Torhüter. Also was er, gut, klar hat er auch schon Fehler gemacht, aber das setzt sich in Grenzen. Ja. Aber das würde ich gar nicht mal so ordentlich festmachen. Das liegt eher davor, wie du schon sagst. Also da ist ein bisschen zu Mittelfeld, finde ich, ist eigentlich gut besetzt. Ja, Mittelfeld geht. Sturm, finde ich, ist auch grandios besetzt und alles ja, davor. Mir geht ja beim die Sturm Abwehr auch, ist für mich zu dünn. Du hast Vincent Davies, der ist gut. Rechts, ja, was passiert jetzt mit Mascarouni nach den Äußerungen, die er getätigt hat? Also, da weiß ich jetzt nicht, vielleicht lassen sie den... Bayern hat da jetzt nicht so durchgegriffen wie unter anderem Mainz, die ja El Ghazi freigestellt haben und er auch nicht mehr bei Mainz ist. Du, das ist ja auch eine Konsequenz, die du dann irgendwie für dich dann, muss also bist du nicht mit einverstanden, das geht ja irgendwie auch nicht so, das ist auch alles nicht korrekt. Aber letztendlich muss man natürlich gucken und das wird natürlich dann schwierig dann. Wie gesagt, da hast du Darmstadt als Aufsteiger, ich fand, was sie bis jetzt abgeliefert haben, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Weiß ich nicht. Obwohl Bayern immer noch in der Lage sein muss, es trotzdem zu regeln, eigentlich, finde ich. Mit der Mannschaft. Eigentlich bin ich mit meinem Tipp nicht ganz zufrieden. Ich habe einen Tipp gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich mit meinem Tipp zufrieden bin. Überlege noch, man kann sich da korrigieren. Aber gleich nicht mehr. Aber trotzdem ist Bayern, wie gesagt, mit dem Kader, den sie haben, müssen trotzdem auch, wenn man sagt, Abwehr oder hin und her, muss trotzdem da in der Lage sein, solche Spiele da für sich zu entscheiden irgendwo. Ne? Wobei man, wie gesagt, auch so einen Gegner wie Darmstadt nie unterschätzen darf. Ne? Finde ich ja, persönlich. Aber gut. Dann darfst du. 3, 2, 1. Ich tippe 3-1 trotzdem. 4-0. Ich habe erst 3-0. Ja, ich bin 1-1. Ein Tor könnte schon passieren vielleicht. Aber, weil ich glaube, das sind immer so Sachen, vielleicht doch mal ein kleiner Fehler. Vielleicht im 16er mal nicht aufgepasst. Ja, Meter mal oder so. Schwer zu sagen. Aber auch das sind so Sachen, das sind einfach nur so Spekulationen. Ja, das stimmt. Gut, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Da kommen wir zum anderen Aufsteiger, nämlich Gladbach gegen Heidenheim. Ja, also es ist eine Mannschaft, wo ich sage, mit Heidenheim, die, finde ich, sich gesteigert haben schon in der Saison und finde ich, das eigentlich über weite Strecken gut machen. Klar, jetzt gegen Frankfurt hat man zum Beispiel vor uns jetzt ja aus der letzten Sicht verloren. Ihr wisst jetzt ja schon, wie er der 8. Spieltag lief. Na gut. Das natürlich passiert schon, aber... So, und ich sag mal, du darfst auch verlieren, aber man sieht, finde ich, insgesamt eine Steigerung in der Mannschaft halt eben. So, und bei Gladbach fehlt mir da irgendwie die Konstanz, die Entwicklung, dass man zumindest sagen kann, okay, man hat verloren, aber man hat gut verloren. Ich weiß, was du meinst. Mit Kampf. Und das fehlt mir so bei Gladbach. Gladbach, finde ich, ist eine Mannschaft, die ich sehr schwer fassen kann. Ja, im Moment ja. Das ist für mich... Ja gut, woran kann man es festmachen mit Gladbach? Im Kader her, okay, gut. Schwierig zu sagen, Trainer, weiß ich nicht, ist meiner Ansicht nach nicht der Richtige. Ja. Aber glaube ich auch schon angesprochen. Und da bin ich auch so, dass du musst ja nicht jeder Trainer kann in jeder Mannschaft trainieren. Und das passt dann auch nicht so zusammen, das Zusammenspiel, finde ich. Ich bin der Meinung, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ja. Aber gut, ich muss ja auch was tippen, ne? Ja. Ich habe was getippt, oder? Stumpf. Ich muss ja auch, oder? Bitte. 3, 2, 1, 2, 2. 1, 2. Das haben wir schon. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch eine so, immer so alles erreicht. Schwierig, finde ich. Ja. Aber wir werden es sehen. Im Moment läuft es ja doch irgendwie ein bisschen. Ne? Ja, gut. Ja, nehmen wir doch gleich die nächste Mal Begegnung. Sehr gerne. Leipzig gegen Köln. Du hast ja schon das richtige Trikot da an. Richtig. Das Topspiel ist es auch. Ja, genau. Und wie gesagt, bei Köln ist es halt so,
Köln muss jetzt natürlich mal anfangen, jetzt Punkte zu holen. Ja. Irgendwie Spiele zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren. Ja, gegen Leipzig hat man natürlich eine Mannschaft, die oben spielen wollen. Das ist natürlich ein bisschen was schwierig jetzt. Jetzt hast du wirklich ein Brot vor dir. Und ein Brot vor dir. Ja, man sagt es so. Oder ich sage es ja, ich habe Sprichwörter. Aber es ist wirklich schwierig, sehr schwieriger, ein schwieriger Gegner jetzt, den du jetzt gerade da vor dir hast. Ja. So, boah, da jetzt gerade zu sagen, jetzt holst du da mal eben 3 Punkte, das wird echt. Puh. Ja. Ich tue mich da echt schwer mit, tut mir leid für Köln, aber. Mhm. Aber andersrum sage ich mir natürlich auch wieder, wo willst du denn noch Punkte holen? Da sind ja alle Gegner irgendwo auf eine Art und Weise nicht so einfach zu spielen. Mhm. Also musst du schon auch solche Gegner versuchen zu. Ich hau jetzt einen raus. Ja, du kannst auch einen raus. Also ich hau jetzt einen raus, Uwe. Ich mache jetzt auch was ich jetzt so mache, einfach mal. Habe ich jetzt. Ich bin gespannt. Ja, weil was anderes wie du gemacht wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Doch, bitte. Okay, ja, du darfst. 3, 2, 1. Ich habe einen Unentschieden getippt. Was denn? 2-2. 3-3. Ja, das ist auch gut. Ja, du hast auch eine Schiene. Ja. Ich meine, so eine Punkteteilung ist ja erstmal ein Anfang. Richtig. Ich meine, du hast jetzt einen Gegner wie Leipzig, wie gesagt, ist ein leichter Gegner. Natürlich. Ein schwieriger Gegner ist immer eine Sache, ist auch eine Zeitaufnahme. Auch solche Mannschaft. Jede Mannschaft hat einen Schlag. Du musst ja sagen, Leipzig, ja, auch mal stark gespielt, aber auch zwischendurch schon geschwächelt. Also es ist nicht so, dass sie einen Durchmarsch haben. Nee. Kann man auch sagen, auch so eine Mannschaft kannst du doch mal eben einen Punkt abnehmen. Ja. So. Das wollte ich mal eben dazu sagen. Ja, kommen wir zur nächsten Begegnung, die da heißt Frankfurt gegen Dortmund. Ja, und Frankfurt, ich bin gespannt, ob da jetzt vielleicht eine Leistungssteigerung kommt. Vielleicht war jetzt der Sieg gegen Heidenheim vielleicht so ein bisschen so ein Gamechanger für die auch zu Hause. Das ist jetzt das nächste Heimspiel für die. Dortmund, wir haben es zumindest, sage ich mal, gegen Bremen gesehen, zumindest Uwe. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe das Spiel aber gesehen. Die haben sich sehr aber schwer getan. Ja, gut, sie hatten zwar auch noch ein paar Chancen. Ja. Also Dortmund muss ich sagen. Also die hatten mehr Torchancen, ja, haben die Tore nicht gemacht. Auch wenn du die Chancen hast, du hast das Tore nicht, dann kann man sagen, ja, schön. Aber haben auch nur knapp gewonnen. Aber spielerisch, ja, da geht schon ein bisschen was, aber also ein bisschen wenig. Da müsste normalerweise noch mehr gehen. Oder bei Dortmund auch noch eine Steigerung mehr. Ja. Jetzt ist aber ja zu bewerten, gerade bei Frankfurt. Wenn jemand auf das letzte Spiel zurückgreifen tut, hat sie auch was getan, finde ich, ein bisschen was. Vom Spielerischen her. Also jetzt ist natürlich die Frage bei beiden. Und wir dürfen nicht vergessen, jetzt auch morgen, übermorgen und überübermorgen. Ist auch nochmal Champions League, Europa die Conference League. Das bedeutet, Frankfurt muss in der Conference League ran. Und Dortmund hat ein sehr schweres Spiel gegen Newcastle. Ja gut, das darf man, wie gesagt, auch eine Sache. Beide sind im Bewerb, wobei bei Dortmund natürlich der etwas schwierigere Gegner ist oder ein schwereres Spiel wird. Aber dafür muss man natürlich auch sagen, Dortmund hat natürlich auch... Ich will einen neuen Stift haben. Kannst du auch mal nehmen sonst. Weil Dortmund hat aber, wie gesagt, ich muss noch mal ganz kurz sagen, aber auch einen breiten Kader natürlich auch. Ne? Also da ist schon noch, wir haben schon eine Mannschaft sitzen auch auf der Bank. Die da, ne? Also die können schon ein bisschen was noch was nachlegen. Also ob das jetzt die Granaten sind, aber sie können nachlegen. Ja. Ich muss das mal eben dazu sagen. Für mich ist es trotzdem auch so ein dummes Spiel. Ne? Also ein dummes Spiel wäre ich abgetippt. Dann ziehe ich runter und sage 3, 2, 1. 1-1. Ja, 2-2, ein Unentschieden. Ich nehme nur ein Tor mehr da dran. Aber das ist für mich so ein Unentschieden-Spiel, komischerweise. Für mich auch. Weil ich das jetzt, aber ich ziehe die Daten dann immer auch noch aus dem Spiel jetzt von gestern. Mhm. Ein bisschen. Und dann sehe ich dann bei Frankfurt vom letzten Spiel, da kann man so ein bisschen was kann man raus vorleiten, sag ich jetzt mal so. Genau. Naja, gut, dabei. Ja. Ja, dann mach doch mal. Oder ich bin da dran. Richtig. So, das letzte Spiel ist Leverkusen-Freiburg. Ja, was soll man dazu sagen? Leverkusen im Moment gut drauf. Grandios, ich finde das Spiel echt gut. Und mir gefällt das echt sehr gut, muss ich dazu sagen. Also da geht bestimmt was, wenn sie so weitermachen. Und ich sage immer noch, die Mannschaft, finde ich, ruft immer noch nicht alles komplett ab. Wenn alle Spieler nochmal richtig alles geben, was sie können. Und trotzdem macht man konstant, einen hervorragenden Job. Ja, natürlich. Ich sage nur, mit dem, was sie jetzt zeigen, so, und da würde ja sogar noch mehr gehen. Wenn du nochmal alle Punkte oder alles abrufen kannst, was du drin hast in deinem Kader, dann wird ja noch mehr gehen. Ja. Also das ist für mich eine super Mannschaft im Moment. Gefällt mir gut. Bei Freiburg ist es halt ein bisschen so, ja, nicht so, kommt nicht so ganz, sie kommen nicht so ganz auf die Beine, finde ich so. Jetzt fehlt auch der Captain, fehlt bei denen ja auch verletzt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig für die jetzt da Fuß zu fassen, aber ich muss trotzdem tippen. Ich habe getippt.
Ich auch. Und du darfst runterzählen. 3, 2, 1. 3, 0. 3, 1. Dabei danke ich jetzt auf die 1. Uwe tippt mal zu 0, ja, dass ich das mal erleben darf. Ja, das darf. Kannst du mal sehen. Das ist mein Gefühl gewesen. Ich bin halt, ich glaube, zu 0. Weil, wie gesagt, es ist ein oder ein kleiner Fehler mal. Da könnte schon mal eins durchrutschen. Will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, da steht mal die 0 jetzt. Ja. Leverkusen zu Hause ist immer noch mal so eine Sache. Ja, gut. Ja, das waren unsere Tipps, würde ich mal sagen. Ja, dann darfst du gerne nochmal zusammenfassen. Ich meine, die Zusammenfassung können wir nochmal machen, fange ich mal an. Bochum-Mainz 2-2, Augsburg-Wolfsburg 1-2, Bremen-Union 2-2, Stuttgart-Hoffenheim 3-2, Bayern-Darmstadt 3-1, Gladbach-Heidenheim 1-2, Leipzig-Köln 2-2, Frankfurt-Dortmund 1-2-2 und Leverkusen-Freiburg 3-0. Kommen wir zu meinen Tipps. Bochum-Mainz 1-2, Augsburg-Wolfsburg 0-2, Bremen-Union 2-3, Stuttgart-Hoffenheim 2-1, Bayern-Darmstadt 4-0, Gladbach-Heidenheim 2-2, Leipzig-Köln 3-3, Frankfurt-Dortmund 1-1 und Leverkusen-Freiburg 3-1. Ich habe drei Unentschieden hintereinander getippt. Lustig. Und dann auch unterschiedlich mit 1, 2 und 3 Toren. Was sind eure Tipps? Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare hin, wenn ihr meint, ihr wisst es besser oder habt ein anderes Gefühl bei diesen Begegnungen. Ja. Ansonsten, lasst es doch nach oben da, haben den Blockartikel nicht vergessen. Jeder hat ja eine andere Sichtweise, finde ich. Richtig. Und das ist auch sehr schön, finde ich auch mal sehr gut, dass mal anderes verlieren. Deswegen, ich freue mich auch schon morgen wieder auf eure Kommentare zur zweiten und dritten Liga. So. Das wird schön für mich, oder eher nicht, aber mal gucken. Ja. Von daher, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Ihr wisst, was zu tun ist. Habe ich schon eben gesagt, Daumen nach oben da lassen, aber den Glock aktivieren nicht vergessen, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Denn vielleicht ist es natürlich möglich, dass jetzt am Freitag natürlich ein Video kommt, weil vielleicht nächste Woche Dienstag und Mittwoch was Bestimmtes ist. Deswegen schaltet da unbedingt ein. Viel Spaß mit der Champions League, Europa League, Conference League, die ja jetzt auch jetzt die Tage jetzt ja die nächsten Tage hier stattfindet. Ja. Und ja, und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und uns bleibt noch zu sagen, Anpfiff ab, zu Tor. Ciao, liebe Topfamilie und Fußballfreunde draußen, bis zum nächsten Mal und rein und tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss auch von mir. Wir sehen uns auf alle Fälle.